Mit offenen Augen durch die Welt gehen. Sie gemeinsam ein bisschen besser machen. Das ist das Ziel der Initiative Weltverbesserer, die gemeinsam von der Technikerkrankenkasse und dem FC St. Pauli ins Leben gerufen wurde. Ja, beim Weltverbesserer geht es darum, wie der Name schon sagt, die Welt zu verbessern. Und zwar nicht die Welt zu verbessern im Sinne von, mach einen großen Anlauf und die Welt ist gut, sondern zu sagen, was sind die kleinen Teile, die man wirklich machen kann, um die Welt besser zu machen? Wo kann jeder so einen kleinen Beitrag leisten? Und wie addieren sich viele kleine Beiträge dann irgendwann auf, um wirklich die Welt ein Stückchen besser zu machen? Gemeinsam für den guten Zweck. Unter dem Motto Bürste Hilfe leisten starten die Weltverbesserer eine besondere Sammelaktion zugunsten der Hilfsorganisation Hanseatic Help. Das Ziel? Eine bessere Zahngesundheit für Hilfsbedürftige, wie zum Beispiel Geflüchtete und sozial benachteiligte Kinder. Hamburg ist zwar eine total reiche Stadt, aber es gibt auch eben viele hilfsbedürftige Menschen. Es gibt ganz viele Menschen, denen fehlt es wirklich an den nötigsten Dingen des alltäglichen Bedarfs. Und dann geht es halt in erster Linie zum Beispiel darum, ich habe ein bisschen Geld, nur ich hole mir was zu essen. Und dann fallen so Sachen wie Hygieneartikel, irgendwie Präventionsartikel in irgendeiner Form, dann vielleicht mal als erstes so hinten runter. Bei Kindern legen die Milchzähne, obwohl sie später ausfallen, ja trotzdem die Basis für die bleibenden Zähne. Und speziell bei geflüchteten Kindern haben wir oft das Problem, dass die Zähne in einem sehr schlechten Zustand sind nach der Flucht, weil es gibt auf der Flucht keine Gelegenheit, die Zähne zu pflegen und die Notversorgung auf den Stationen ist extrem zuckerhaltig. Und die Kinder sind auch ganz verrückt nach Zucker. Dementsprechend ist der Zahnzustand schlecht, wenn sie in Deutschland ankommen. Während die Mitarbeiter der Technikerkrankenkasse bundesweit tausende Zahnbürsten und Zahnpastatuben sammeln, geht beim Heimspiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern im Millerntor-Stadion sowie beim Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen die Aktion in die Verlängerung. Kurz und knapp, wir tun etwas für die Gesellschaft, weil wir etwas für die Gesundheit tun. Am Spieltag war die Sammelstelle voll, es war eine Riesenschlange. Es ist super angekommen, wir freuen uns sehr. Insgesamt kommen über 15.000 Zahnpflege- und Hygieneartikel zusammen. Ein großer gemeinsamer Erfolg für die Gesundheit. Zusammenarbeit ist immer sinnvoll. Im Sport, im Fußball versuchen wir zusammenzuarbeiten, gemeinsam einen Sieg zu erzielen. Und gerade auch bei solchen Aktionen ist es super wichtig, dass man Partner hat, die stark sind, die in die gleiche Richtung denken. Und ich glaube, dass es perfekt zusammenpasst.